Stehst du dir selber in einer bestimmten Hinsicht im Weg und kriegst es einfach nicht geändert, dann könnte es sein, dass es an einer der sechs Selbstblockaden liegt. Ich nenne die die Blocking Six. Ich bin Beatrice Poschenrieder, Beraterin, Therapeutin, Autorin und Betreiberin von Ratgeberwebseiten. Unter anderem liebesberaterin.de, wo du auch den Textbeitrag zu diesem Video findest und das alles dann nochmal nachlesen kannst. Lohnt sich. Alle Punkte sind dort genau aufgelistet. Also, die Blockaden, von denen ich gleich spreche, sind angelehnt an die Big Five Lösungsblockaden des Psychotherapeuten Michael Bohne, aber es sind nicht dieselben. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen, also meine beruflichen Erfahrungen. Es ist, glaube ich, wichtig vorab zu wissen, dass diese Blockierungen oder Blockaden, die ich gleich nennen werde, größtenteils unbewusst sind. Deswegen fällt es ja auch so schwer, da bestimmte Bereiche zu ändern oder deswegen wird es einem oft nicht klar, warum kriege ich da was nicht geändert, warum schaffe ich es einfach nicht, weil die Dinge teilweise sehr, sehr tief im Unbewussten liegen. Und ich versuche das heute dir ein bisschen zu vermitteln, was das sein kann. Punkt 1, die Opferrolle. Dahinter steht die Grundeinstellung, ich bin nicht schuld an meinem Unglück, sondern du oder die Welt oder die anderen oder das böse Universum, was auch immer. Die nenne ich die ewigen Opfer. Die sind immer schnell dabei, Schuldzuweisungen oder auch Vorwürfe zu machen, zum Beispiel an ihren Partner, besonders beliebt. Und sie schauen viel zu wenig auf das eigene Zutun. Das ist auf der einen Seite für die Betreffenden angenehm, weil dann müssen sie nicht die Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Ungemach. Aber auf der anderen Seite, wenn man das ignoriert, was man selber dazu beiträgt, dann kriegt man halt auch nichts geändert oder kaum was geändert. Jedenfalls in bestimmten Bereichen nicht. Also die Frage, die man sich hier stellen kann, ist, wenn etwas in meinem Leben nicht gut läuft oder wenn mir etwas passiert, schaue ich dann als erstes aufs Außen statt auf mich selber? Diese erste Blockade, die Opferrolle, geht oft einher mit Punkt 2, Erwartungen. Damit sind weniger Erwartungen an sich selber gemeint. Zu hohe Erwartungen an sich selber können ja auch dazu führen, dass man irgendwie nicht weiterkommt. Hier spreche ich von Erwartungen an andere. Es gibt Menschen, die erwarten von anderen, dass sie dafür sorgen, dass deren Leben gut läuft, anstatt dass sie selber dafür sorgen. Der Casus Knacus ist hier natürlich, dass man dann immer abhängig ist davon, dass die anderen die Erwartungen erfüllen. Aber niemand hat natürlich Bock, jemandes komplette Erwartung zu erfüllen. Und so bleibt immer ein großer Teil unerfüllt und man guckt mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Nichts bewegt sich oder zu wenig. Die Frage, die man sich hier selber stellen kann, ist, erwarte ich zu oft, dass jemand anderes dafür sorgt, dass es mir gut geht? Und bin ich oft enttäuscht, wenn das nicht passiert? Dieses Erwartungsding hängt häufig mit Punkt 3 zusammen und das ist das sogenannte innere Schrumpfen. Klingt erstmal lustig, ist es aber nicht. Inneres Schrumpfen bedeutet, dass jemand sich kleiner, jünger, schwächer, abhängiger fühlt, als er oder sie tatsächlich ist.
oder sein könnte. Man rutscht also automatisch in die Gefühlswelt des Kindes, das man mal war, und wird davon gesteuert. Wenn dich das interessiert oder betrifft, dann schau dir bitte auch meinen Beitrag über das innere Kind an. Das erläutert so manches. In diesem Fall rutscht also ein Erwachsener automatisch in die Altersstufe zum Beispiel eines Kindes. Das kann also passieren, dass sich ein Erwachsener dann plötzlich wie ein Fünfjähriger oder ein Zehnjähriger oder ein Teenager benimmt. Ein anderer Fall, der zu diesem Punkt gehört, ist, dass jemand, der organisch völlig gesund ist, sich viel zu oft kränklich fühlt und schwach, oder dass sich jemand von jedem Windhauch umhauen lässt, obwohl er keineswegs klein und gebrechlich ist, sondern unter Umständen robust und kerngesund. Also das ist schon merkwürdig. Der Nachteil ist natürlich, dass man damit also manchen Mitmenschen irritiert und dass man überhaupt nicht sein Potenzial entfaltet. Blockade Nummer 4, Schuldgefühle. Die Betreffenden hatten meistens Eltern oder ein Elternteil, der oder die ihnen ständig Schuldgefühle eingeflößt haben. Also das kann ein super strenger Vater sein, der das Kind wegen jedem Mist beschuldigt. Das kann aber auch eine Mutter sein, der es irgendwie dauernd schlecht geht und das Kind sich da irgendwie schuldig fühlt. Es gibt tatsächlich sogar Menschen, die ständig ein unterschwelliges Schuldgefühl mit sich rumschleppen. Die Krux ist, Schuldgefühle erzeugen Stress im System, Schuldgefühle schwächen einen und sie sorgen dafür, dass der oder die Betreffende meint, etwas nicht zu verdienen. Also zum Beispiel nicht zu verdienen, dass er oder sie gesund ist oder es ihm oder ihr gut geht. In eine ähnliche Richtung geht Punkt 5, nämlich Selbstablehnung und Selbstbestrafung. Auch hier folgt oft so ein unbewusstes, ich verdiene etwas nicht, aber nicht aus Schuldgefühlen, sondern aus Selbstverachtung. Ich hatte zum Beispiel mal einen guten Bekannten, der sich grauenvoll ernährt hat, zu viel gegessen hat und viel zu viel geraucht hat. Und als ich ihm meine Sorge mitgeteilt habe, dass er früh sterben könnte, sagte er, ja, wozu soll ich denn alt werden? Ist mir egal, wenn ich früh sterbe. Puh. Das sind Menschen, die zum Beispiel auch oft mit sich selber schimpfen, in Worten und in Gedanken, sich selber dann anmaulen. Und das blockiert einen total. Also das nimmt einem auch ganz viel Motivation und Antrieb. Punkt Nummer 6, eine unverhältnismäßige Loyalität zu jemandem. Der Hintergrund dieses Punktes ist, gemeinsames Leid verbindet. Und da meinem Inneren diese Verbindung sehr wichtig ist, erlaube ich mir nicht, glücklicher oder zufriedener oder gesünder oder wohlhabender, was auch immer, zu sein als diese gewisse Person. Dieser Mechanismus ist oft schwer zu durchschauen. Erstens, weil er wirklich merkwürdig ist. Und zweitens, weil sich die Verbindung vielleicht auf jemand bezieht, von dem ich dachte, mich abgenabelt zu haben. Aber da besteht doch noch eine unsichtbare Nabelschnur, die mir gar nicht so klar ist. Ja, und dieser Punkt mit der unverhältnismäßigen Loyalität kann sich auch auf Gruppen beziehen, zum Beispiel auf Cliquen oder Clans oder Gangs.
in einer ähnlichen Hinsicht. Ich erlaube mir nicht, erfolgreicher zu sein oder gebildeter oder anständiger als ihr, weil ich sonst nicht mehr dazugehöre. Ja, die Fragen, die man sich stellen kann, um das rauszufinden und auch zu diesen anderen Punkten, um festzustellen, ob das ein oder andere auf dich zutrifft, findest du in meinem Textbeitrag, den ich dazu geschrieben habe. Der Link dazu, den gibt es hier oben oder auch unten unter dem Video. Demnächst werde ich auch einzelne dieser Punkte noch genauer aufdröseln, denn die sind echt interessant. Dann bis bald.